Nordrhein-Westfalen hat gewählt. Machen Sie sich das ganze Bild. Jetzt live bei Phoenix. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus Berlin zu unserer Runde nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Die Sache ist letztendlich sehr viel klarer ausgegangen als in den letzten Tagen prognostiziert. Aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen ist ein deutlicher Sieg der CDU geworden. Gewonnen hat auch die FDP. Im Moment sieht es sogar danach aus, als könnte Schwarz-Gelb regieren. Die bisherige Koalition aus SPD und Grünen ist abgewählt. Dies war eine Richtungswahl. Die Frage ist nur noch, alleinig für NRW als Bundesland oder auch für den Bund. Über die bundespolitischen Auswirkungen dieser Wahl möchte ich sprechen. Zum einen mit Elisabeth Nier, Korrespondentin der Zeit, mit Stefan Andreas Kastorf, dem Chefredakteur des Tagesspiegels Berlin, und mit Eckart Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen. Frau Nier, wir alle haben einen knappen Wahlausgang erwartet. Nun ist es etwas deutlicher. Um 18 Uhr war es noch sehr viel deutlicher. Es wird jetzt gerade wieder etwas weniger. Aber Hannelore Kraft ist sofort von allen Ämtern zurückgetreten. Deutet das schon an, was für eine tiefe Zäsur dieses Wahlergebnis darstellt? Auf jeden Fall. Ich glaube, für die SPD ist es ganz schwer zu sagen, ob es eigentlich nicht vielleicht sogar besser ist, dass sie jetzt in der Opposition ist, womit viele dann, glaube ich, doch nicht gerechnet hatten, sondern eher dachten, es würde dann eher auf eine große Koalition hinauslaufen. Aber natürlich wäre so eine Situation nach einem wirklich schlechten Wahlergebnis als Juniorpartner unter Laschet für viele von denen eigentlich die Höchststrafe gewesen. Und so ist vielleicht mehr Klarheit da. Es hat sich gezeigt, so Wahlen werden, wer es schafft, in den letzten zwei Wochen vor der Wahl so die Themen zu bestimmen, hat ein großes Prä. Man kann auch nicht mehr so wie früher auf einen Bonus von Amtsinhabern vertrauen. Und die Union scheint eine Partei zu sein, die tendenziell in Umfragen unterschätzt wird. Das haben wir jetzt nicht nur bei Landtagswahlen gesehen, im Saarland bei Frau Kramp-Karrenbauer in Schleswig-Holstein, sondern auch schon bei der Bundestagswahl. Also wenn man sich erinnert, dass da Angela Merkel ganz knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt ist, auch das war etwas, was wenige vorher gesehen haben. Bleiben wir doch noch mal kurz beim Wahlverlierer, Herr Kastorf. Welche politische Dynamik kann das Ergebnis denn jetzt auch auslösen, vor allen Dingen mit Blick auf Martin Schulz? Wenn ich noch eben ganz kurz auf Elisabeth Nier ich bin gar nicht mehr so sicher, dass es wirklich zu einer schwarz-gelben Koalition kommt. Im Moment haben die einen Sitz Vorsprung. Das stelle ich mir vor, also Christian Lindner, der starke Mann der FDP, und das kann ja niemand bestreiten, geht nach Berlin. Also der will ja gar nicht da bleiben. Jetzt behaupte ich mal, dass auch hier am Tisch kaum einer so richtig weiß, wer nach Christian Lindner in der nordrhein-westfälischen FDP stark ist. Aber die müssen nicht nur im Parlament stehen, dürfen keinen Fehler machen, sondern sie müssten auch noch regieren. Und ob Armin Laschet, klug geworden durch die Zeit 2005 bis 2010 in NRW unter Jürgen Rüttgers, dieses Wagnis eingehen will. Also These, ich glaube, der treibt die SPD ein bisschen über den Hof. Und wenn sie dann ordentlich außer Atem ist, sagt er, okay, wir können eine große Koalition machen, ihr kriegt ganz tolle Ämter, alle die, die wir nicht haben wollen. Und dann werden die das machen. Eine andere These. Das andere ist, also für den Martin Schulz ist es grauenvoll. Also Würseln ist überall, das wäre jetzt aber ganz blöd. Das heißt, der muss seinen ganzen Wahlkampf umstellen. Dieses, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß deswegen auch, wo ich hin will, nämlich ins Kanzleramt. Ich bin für euch da, ich bin für die einfachen Menschen da. Ich bin wie die Nordrhein-Westfälinger alle. Das hat nicht funktioniert. Klar, es war landespolitisch. Das muss man auch sagen. Die Bilanz der sozialdemokratisch geführten Landesregierung in NRW war nicht so gut, wie sie hätte sein müssen, dass man daraus ein Vorbild machen kann. Also, wir können einfach besser regieren als alle anderen. Das stimmt ja nicht. Aber es ist natürlich für ihn, wie sagt es so schön Deutsch, ein Setback. Also, er hat ja vorher der Wahl gesagt, also wenn wir in NRW gewinnen, dann werde ich Bundeskanzler. Wenn das jetzt, sagen wir so, dieses Theorem gilt, dann wird er jetzt ganz bestimmt nicht Bundeskanzler. Also Gottkanzler ist nicht mehr. Herr Lohse, wie müssen wir das analysieren? Frau Barley sagt auch, es ist eine Landtagswahl gewesen. Das sagt für den Bund noch gar nichts. Wir haben gerade von Herrn Kastorf gehört, wird aber jetzt doch schwierig im Bund. Wie sieht's aus? Also erstmal erlaube ich mir einen ganz kurzen vorauszuschicken, dass ich immer noch ganz entzückt bin über diese demokratische Wahl. Jetzt schon innerhalb von zwei Wochen die zweite demokratische Wahl. Wir haben ja ein paar Erlebnisse hinter uns, wo wir uns immer noch wieder freuen müssen, dass das so wunderbar klappt und wie auch immer das jetzt ausgeht. Noch letzten Sonntag haben wir alle gezittert, wie das in Frankreich ausgeht. Jetzt haben wir eine demokratische Wahl, da ist alles ordentlich gelaufen und wahrscheinlich gibt es einen Machtwechsel. Wie wir das zu analysieren haben, ist natürlich schwierig. Ich bin ein bisschen erstaunt, mit welch rasender Geschwindigkeit Hannelore Kraft alles von sich geworfen hat, was sie an Ämtern hat, fast ein bisschen, also entweder erleichtert
oder beleidigt, als wolle sie das nicht mehr so richtig. Und für mich hat sie auch in letzter Zeit das nicht mehr so wirklich ausgestrahlt, dass sie das unbedingt will. Also sie war ein bisschen, entweder nehmt ihr, was ihr von mir kriegt, oder ich gehe da nicht mehr hin und ich mag das nicht mehr und dann habt ihr eben Pech gehabt. Und so ist auch der heutige Abend verlaufen. Also es ist ein bisschen eine eigenartige Blitzreaktion, finde ich. Sie zieht sich aus allem raus. Wenn ich da so von außen drauf gucke, würde ich mal sagen, dass vielleicht ist sie sogar ein ganz klein bisschen froh, dass sie das alles los ist. Ja, aber was hätte sie machen sollen? Wenn sie geblieben wäre, hätten alle gedacht, Mensch, das geht jetzt aber nicht. Also das ist ja historisch. Also die Sozialdemokratie mit so einem schlechten Ergebnis, da kann man nicht bleiben wollen. Ich verstehe es, also es hat mich auch aber so angeweht. Sie hat die ersten paar Minuten schon gleich mal, ja, auch von der Bundes-SPD zurück. Aber so ist sie doch. So wissen wir doch. Es ist eine selbstbewusste Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Vor allen Dingen auch, was sie nicht will. Und natürlich ist es so, das schlechteste Ergebnis zu verantworten, heißt es zu verantworten. Es hat mich auch angeweht, dieses Gefühl. Auf der anderen Seite ist es so, sie hat etwas gemacht, was schon auch wieder ganz gut ist. Sie hat nicht rumgeredet und hat gesagt, das war jetzt der Martin oder das war der Sigmar oder wer auch immer, sondern das war ich. Ich wollte das so. Der letzte große Dienst an der Sozialdemokratie für den Bund. Ich war es schuld. Also nicht rumgeredet und gesagt, das waren alles die Umstände oder was weiß ich, die Merkel oder alle die Winde, die gegen uns standen, nee, sondern ich wollte einen landespolitischen Wahlkampf. Die Leute haben gesagt, das reicht nicht und deswegen haben wir verloren und deswegen gehe ich jetzt. Das kann man auch gut finden. Möglicherweise ist es auch so, dass die Leute da draußen im Lande, wie Kohl immer sagte, dass die das auch richtig finden. Also nicht lange zackern und machen, sondern sagen, das war's jetzt. Würden Sie auch sagen, ehrenwert oder eher vorschnell? Also das Ergebnis war ja am Ende dann doch ziemlich knapp. Ich glaube, so 1,5% liegen die beiden großen Parteien auseinander. Ich fand es gemessen daran auch sehr schnell. Aber ich glaube, es war, es ging um Deutungsmacht. Es ging darum, ganz schnell diesen Punkt zu machen an dem Abend. Es war ein Landeswahlkampf. Mhm. Ich war es sozusagen, das war... ganz egal, ob sie da mehr gedrängt worden ist von der Bundespartei, das so klar zu machen oder ob das ihre Entscheidung war. Aber ich glaube, es geht an so einem Abend auch darum, welche Deutungsmuster sich so durchsetzen. Und das war der Versuch, möglichst viel Schaden von der Bundes-SPD und dem Kanzlerkandidaten fernzuhalten. Dass ich gar nicht erst die Legende, das wird nicht gelingen. Natürlich werden jetzt in den nächsten zwei Wochen solche Themen wie... Umso mehr konzentriert es sich auf Martin Schulz jetzt. Ja, der Erwartungsdruck wird steigen und so. Aber trotzdem, also die SPD hat ja auch in Schleswig-Holstein nun sich sehr intensiv hinterher geäußert zu diesem Interview, das Albich, also frühere Ministerpräsident, in der Bunden gegeben hat über sein Privatleben. Das mag eine Rolle gespielt haben. Ich glaube persönlich, dass es dann doch nicht so wichtig war, wie es dargestellt wurde am Ende. Also es gibt ein großes Bestreben zu sagen, das ist halt ein Landesthema und das berührt unseren Bundestagswahlkampf nicht. Und so erkläre ich mir auch diese harte, schnelle Reaktion von Hannelore Kraft. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Wahlkampfthemen, beziehungsweise auch beim Wahlkampf. Das war ja jetzt zum zweiten Mal ein Wahlkampf, wo in den letzten Wochen sehr klare politische Botschaften ausgegeben wurden und das hat gezogen. Ist das ein neuer Trend? Muss man so konkret sein in der Politik, um gewählt zu werden? Naja, es hat jetzt funktioniert. Also wir haben ja dann oft von Wahl zu Wahl sozusagen einen neuen Trend, wo wir glauben, das ist er jetzt. Aber in diesem Falle stimmt das. Es war sehr konkret. Es gab natürlich auch ein Riesenthema innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Es gab, das war wahrscheinlich ein ganz geschickter Schachzug von Herrn Laschet, dass Herr Wolfgang Bosbach, der ja landesweit, bundesweit eine ungeheure Popularität gilt als Klarsprecher beim Thema innere Sicherheit, dass er den an seiner Seite hatte, wenn auch nicht als künftigen Minister. Also da war sehr viel Klarheit da. Es sind natürlich auch ein paar Probleme wahnsinnig gut erkennbar in Nordrhein-Westfalen. Das ist das große Schulproblem, da gibt es das Straßenproblem. Das liest man ja nicht nur irgendwo in Berlin oder in München in den Zeitungen, sondern wenn man da langfährt, dann weiß man ja, das ist keine Erfindung, sondern da ist etwas, was man, wo sich die Frage, sag mal, wer regiert hier eigentlich so die letzten Jahre und warum konnten die nicht mal ein paar vernünftige Brücken oder Straßen oder sonst irgendwas bauen? Das sind ja Fragen, die kriegt man nicht weggedrückt mit irgendwelcher Argumentation. Und davon sind eben ein paar gewesen und das hat es wahrscheinlich auch den Wahlkampf sehr konkret gemacht. Gucken wir noch mal auf die innere Sicherheit, Herr Kastorf. Würden Sie sagen, dass das wahlentscheidend war? Denn viele haben auch letztendlich dem Innenminister Jäger vorgeworfen, dass er die Dinge nicht wirklich im Griff hat. Also ich bin jetzt nicht dicht genug dran, aber ich würde auch mal sagen, einer der großen Wahlverlierer ist Jäger, weil er nicht den Eindruck erwecken, vermitteln, auch festigen konnte, dass die Sozialdemokratie das wirklich im Griff hat, da so alles.
Und natürlich ist es so, Bauen, Wohnen, Leben, Sicherheit, das ist das, was die Menschen so beschäftigt. Mieten dürfen nicht zu hoch sein und man möchte sicher sein, dass die das alles so im Griff haben. Und wie der Kollege Lohse gesagt hat, der Wolfgang Bosbach ist ein Meister der klaren Aussprache und Ansprache. Und das kommt bei den Leuten an, also sage ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten. Philosophenwort stimmt aber immer in diesem Falle. Und ja, die Kriminalitätsrate ist nicht, also wenn man das alles vergleicht, da gab es ja einige Kundige, die das gemacht haben, ist es so, dass im Vergleich zum Beispiel zu Berlin oder so ist alles nicht viel schlimmer. Aber schlimm genug ist es, wenn die Menschen es fühlen. Es ist nicht wichtig, ob es im Vergleich gar nicht schlimm ist. So nach dem Motto, viele Menschen leben da auf einem Haufen und deswegen ist es schon ein Problem und dann wirkt es auch schlimmer. Sondern wie die Menschen es annehmen als ihr Gefühl, wie es auf sie einwirkt. Und da hat die SPD es einfach nicht vermocht, das wegzukriegen. Genauso das Bildungsthema ist auch, wenn man die ganzen Vergleichsdaten sieht, dann steht Nordrhein-Westfalen wirklich nicht so schlecht da. Die haben sogar Wirtschaftswachstum. Okay, nicht so viel wie im Bund. Und damit sind wir bei dem Thema, wo Merkel, wo Schäuble, wo andere eine Rolle spielen. Also, wenn es nicht so gut ist wie im Bund, ist ja auch doof, weil da die CDU regiert mit der CSU. Aber immerhin, da regieren sie. Und das wird ja nicht der SPD angerechnet. Wirtschaftswachstum und solide Finanzen und so. Dann, da gibt es zwei, genau, da gibt es zwei, die stehen dafür. Und wenn du das dann zusammenrechnest, dann bist du bei den Themen und dann sagen die Leute, ach, naja, gut, das war jetzt auch nicht so doll. Eine gemischte Bilanz, die sich eben nicht als positiv dargestellt hat. Selbst wenn es, wie gesagt, gute Gründe gibt zu sagen, so schlimm war es alles nicht. Aber das reicht halt eben nicht, wenn die Leute sagen, ich lebe hier in einem Land, wo ich eben einen Stau habe bis zum Mond. Das ist kein Witz, 10-mal um die Erde. Wenn man das alles zusammenrechnet, hat ein verdienstvoller Kollege gemacht, 10-mal um die Erde. Das muss man mal vorstellen, das ist schon lang. Ist lang, ja. Oder Herr Kassow sprach gerade davon, dass es so eine gefühlte Wirklichkeit in NRW ist, die, wenn man das mit den Zahlen vergleicht, gar nicht so ganz übereinstimmt. Nur war ein großes Thema von Hannelore Kraft ja immer kein Kind zurücklassen. Mhm. Das haben die Menschen aber auch nicht kotiert, dass sich da an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar was getan hat. Ja, Nordrhein-Westfalen kam da von einem ziemlich niedrigen Niveau. Also als diese ganzen Diskussionen in Deutschland um Kita-Ausbau und Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz und so losging, war Nordrhein-Westfalen wirklich eines der Schlusslichter. Und gemessen daran haben die wahnsinnig aufgeholt, sie hinken aber bei der Versorgung immer noch hinter anderen zurück. Man muss auch sagen, es gibt ja in Deutschland extrem unterschiedliche Kita-Gebühren. Die werden ja von Kommune zu Kommune unterschiedlich festgelegt. Und da sind gerade die ärmsten Städte in Nordrhein-Westfalen besonders gekniffen. Ich habe das mal recherchiert, also in Städten wie Gelsenkirchen oder so sind die wahnsinnig hoch. Also bis zu 720 Euro pro Monat, ja. Und das ist ein Problem. Ich glaube, insgesamt bei diesen Gerechtigkeitsthemen war zum Schluss auch das Problem, dass so viel über eine rot-gelbe Koalition geredet wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass die Linke ihre Wählerzahl verdoppelt hat von, ich glaube, auch damit zu tun hat, dass es einen bestimmten Teil in der SPD gab. Die größte Wählerwanderung war zwar zur CDU, aber dass es auch einen Teil gibt, der sagt, also einerseits sagen die Gerechtigkeit ist unser wichtigstes Thema, dann wollen die aber mit der FDP koalieren. Ich glaube, dass diese Frage Machtperspektiven, was kann man mit wem gestalten, wichtiger ist als früher, weil die Aktualität sich so schnell verändert, dass man Programmen dann auch nur begrenzt traut, ohne zu unterstellen, dass da bewusst gelogen wird, sondern einfach, wer weiß, was in 2 Jahren Thema ist. Und so erkläre ich mir zum Beispiel auch das unterschiedliche Abschneiden der Grünen in NRW. Schlechtes Ergebnis, Schleswig-Holstein sehr gut, hat bestimmt auch mit Personen zu tun. Robert Habeck in Schleswig-Holstein ist sicher einer der stärksten und populärsten Grünen. Aber ich glaube auch mit der Frage, ist die Stimme verloren? Wen stärkt man so in der Schlussphase? Und so erkläre ich mir auch, dass dann die Union in letzter Minute noch Zulauf bekommen hat, dass die FDP gut dasteht, als jemand, der möglicherweise eben nicht nur mit der Union, sondern auch mit der SPD dann Bündnis. Und die Grünen auch dadurch, dass sie Jamaika, also ein schwarz-gelb-grünes Bündnis ausgeschlossen haben, haben sich da eigentlich einer potenziellen Machtoption dann ohne Not beraubt. Auf Bundesebene wäre so ein Jamaika-Bündnis wahrscheinlich viel schwieriger. Da muss man aus grüner Sicht dann mit der CSU klarkommen. Da würde ich so einen Ausschluss eher verstehen als auf Landesebene. Auf Landesebene. Herr Lohse, Armin Laschet galt ja lange als ein eher schwacher Kandidat. Wie muss man diese Wahl bewerten? Ist es eine Abwahl von Rot-Grün oder ist es eben auch eine klare Wahl und ein Erfolg für die CDU? Also wenn wir mit Laschet anfangen, der ist natürlich nicht in der Kategorie von Herrn Günther in Schleswig-Holstein oder dem schon zitierten Herrn Macron. Das ist zwar nicht irgendein ein junger, faszinierender Typ, den man noch nicht so kannte und der kam da plötzlich durchgerauscht und zog die Leute
an sich, bevor sie überhaupt eine echte Chance hatten, zu wissen, wer das ist. Armin Laschet war bekannt, der war da schon Minister, der war Integrationsminister, der hat einen klaren Kurs, der steht in der CDU. Er hat da was ganz anderes gesagt. Also er hat sich zum Thema wie Doppelpass hat er sich als Integrationsminister ganz anders geäußert als jetzt auf den letzten Metern. Interessanterweise ist ihm das ja gar nicht übergenommen worden. Zeit. Aber jedenfalls, er ist kein unbekannter Typ. Das heißt, ein Sensationsbonus Armin Laschet würde ich mal ausschließen. Eine Abwahl, Hannelore Kraft, haben wir ja schon gesagt, das glaube ich, ist tatsächlich ein Faktor. Sie hat ja auch dann im Wahlkampf so ein bisschen eigentlich, ja, ich fand das schon manchmal etwas, es kam schon etwas arrogant rüber, diese Art und Weise, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin, ihr müsst mich wählen und ich frage auch gar nicht groß danach. Also das ist bei Albig auch, wenn das, ich richtig weiß. Ja, und das glaube ich auch, das war bei beiden so. Und das Dritte ist, und das ist natürlich wirklich erstaunlich, wenn es also stimmt, dass man sagt, wir wählen jetzt die CDU und wir wählen vielleicht auch die FDP, so aus dem Grund innere Sicherheit, da sind die dann doch stabil, dann wäre das natürlich eine wahnsinnig erfreuliche Entwicklung. Denn normalerweise hätte man ja auch sagen können, nach solchen Jahren, wie sie gerade NRW erlebt hat, Kölner Domplatte, Anis Amri und so weiter, das wäre ein Traum. Vorlage für ein 12%-Ergebnis für die AfD, die jetzt mit, weiß nicht, der letzte Stand ist 7, da solide reinkommt, aber im Grunde genommen von den Ergebnissen, die sie noch in Baden-Württemberg erzielt hat oder in Rheinland-Pfalz, einigen ostdeutschen Ländern, weit, weit, weit entfernt ist. Also Vorpommern über 20, ja. So, also das heißt, wir haben eine Rückkehr zu einer Koalitionsform Schwarz-Gelb, wie sie zwar in diesem, nicht in Nordrhein-Westfalen, aber in der Bundesrepublik ewig lange eine wichtige Rolle gespielt hat, ob sie nun kommt oder nicht, aber das sind ja die beiden großen Gewinner des Abends, wo man sagt, ach, die Leute besinnen sich vielleicht doch darauf, dass sozusagen, gebt das mal, diese Großthemen, Verkehr und Sicherheit, in die Hände von denen, die das ja über die Jahrzehnte ganz gut gemacht haben. Stichwort über die Jahrzehnte gemacht haben. Schauen wir doch mal auf die FDP, die ja im Bundestag noch nicht vertreten war, im Landtag in NRW sehr wohl vertreten war, aber die Stimmenzahl mal eben locker verdoppelt hat. Was ist denn da passiert? Ja, nicht ganz, aber doll, muss man schon sagen. Ja, also sie haben einen jungen, durchaus charismatischen Parteivorsitzenden, der auch keine Scheu hat, die Macht zu reklamieren, wo sie sich gewissermaßen anbietet. Und ja, ich glaube auch, also die Hannelore Kraft hat eben dieses wir können es besser sehr deutlich vor sich hergetragen. Aber tempi passati, das ist jetzt vorbei. Armin Laschet ist ein Politiker, so ein bisschen so Merkel-Style. Ja, wird leicht unterschätzt, hat durchaus eine sehr gewinnende, freundliche Art, ist aber zäh, wie man ja merkt. Und eines bitte ich nicht zu unterschätzen, der Armin Laschet hat einen sehr harten Wahlkampf gegen die FDP gemacht. Und das hat Herr Lindner auch kurz nach dem Wahlausgang deutlich kundgegeben. Er hat gesagt, die haben einen harten Wahlkampf gegen uns gemacht, die CDU. Und deswegen sei es ein ehrliches Ergebnis. Das heißt, der hält sich ja auch alle Optionen offen. Anders als vorher ist die FDP eine Partei, die versucht jetzt jedenfalls mit ihren eigenen Themen voranzukommen. Das ist ja so. Und nicht nur Steuersenkungen, sondern es gibt auch noch ein paar andere. Also die Dahrendorf-FDP und dann gibt es die Bürgerrechtsliberalen. Tatsächlich, die pflegt er ja auch. Also es gibt die für Bildung als Bürgerrecht sind. Und dann gibt es die für Bürgerrechte eintreten, auch im digitalen Zeitalter. Das ist ein verdammt wichtiges Thema. Und dann eben noch Wirtschaft und dann gibt es den Sachverstand. So, also da kommt schon was zusammen. Und das ist so eine Form, wie sie früher mal war. Das ist ja gar nicht so falsch, mit einem modernen Appeal. Und das macht sie interessant. Aber in NRW reicht es noch nicht. Also, dass man so sagen könnte, wie in den 60ern, die Jungtürken kommen und dann wird mit Willi Weyer und Heinz Kühn und wie die alle hießen, wird jetzt plötzlich was ganz Neues gemacht. Grundstürzen ist, so weit ist es noch nicht. Da muss die CDU auch noch was tun. Was ich interessant finde, ist, dass ich glaube, dass sich durch diese Wahl jetzt gezeigt hat, welche Themen ziehen. Das sind sogenannte, ich sag jetzt mal, Nutzwertthemen, was innere Sicherheit betrifft und was Bildung betrifft und was Mieten und Wohnen und all das angeht, was die Menschen wirklich betrifft. Weniger die Themen der Digitalisierung, als vielmehr das, was die Menschen wirklich im Leben angeht. Und da muss die SPD liefern, da muss der Schulz ganz konkret werden, wenn er überhaupt noch eine Chance haben will. Denn was soll man, wofür soll man die SPD wählen, was wird mit ihr besser, wenn man dem Schulz die Stimme geben will, also der SPD die Stimme geben will. Und das ist er bisher, weil er gesagt hat, Würseln ist überall, ist er bisher schuldig geblieben. Außerdem, was ich faszinierend finde, einen Satz noch. Der ist ja nun wirklich in aller Welt bekannt gewesen. Er hat mit allen Großen dieser Welt auf Augenhöhe gesprochen und verhandelt. Er hat daraus nichts gemacht. Stattdessen tourt Merkel in der Welt rum, redet mit allen Potentaten, alle kommen zu ihr, reden über sie. Das alles hätte er auch
Er ist ja eigentlich ein internationaler Kandidat. Er hat aber das ganz zurückgenommen und ist richtig in die Fläche gegangen. Als sie, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Großmogulen dieser Welt gesprochen hat, war er in einer, wie war das, Räucherfischfabrik. Das ist keine Satire. Es klingt aber so. Und das ist das, was ich glaube, was Sie falsch eingeschätzt haben. Sie haben geglaubt, er muss sich erstmal zurückziehen in die Fläche und muss hier in Deutschland ankommen, um bei allen auch zu sagen, ich bin ein deutscher Politiker, der für euch da ist und nicht auch ein bisschen davon rüberrettet, was er als EU-Parlamentspräsident war. Der hat in der Knesset gesprochen. Egal, wie das angekommen ist, der ist überall wohlgelitten und alle kennen ihn. Da bin ich mal gespannt, ob da nicht dann tatsächlich in der letzten Biegung doch noch irgendwas kommt. Also es ist ja nicht so, als ob der jetzt schon verloren hätte. Aber natürlich ist das schon, wie sagt er, eine krachende Niederlage. Oder wie sagte Stegner mit diesem traurigen, bösen Gesicht geradezu, ein Leberhaken. Ich muss noch rausfinden, was ein Leberhaken anrichten kann. Aber das machen wir nach der Sendung. Dann. Das ist vom Boxen. Ja, aber Leberhaken, was löst das aus? Kollaps, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Klingt zumindest nicht besonders gut. Ich würde ganz gern trotzdem noch mal bei der FDP bleiben von ihr. Ich erinnere mich daran, als ein Norbert Röttgen Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen war, dann wurde er dafür vor allen Dingen abgestraft, dass er sagte, ich bleibe aber gegebenenfalls, wenn ich hier nicht Ministerpräsident werde, dann rausche ich ab in den Bund. Herr Lindner hat gleich gesagt, ich gehe in den Bund, aber das hat ihm offensichtlich in Nordrhein-Westfalen nicht geschadet. Wie kommt's? Ich finde es auch bemerkenswert, zumal er ja nicht der Einzige ist, sondern 4 oder 5 Spitzenleute der nordrhein-westfälischen FDP alle das Gleiche gemacht haben. Also auch sein Generalsekretär Vogel, Herr Lambsdorff, den man heute im Fernsehen ein paar Mal gesehen hat. Der beim EU-Parlament ist. Und, ja, okay, aber aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich kommt. Und Otto Fricke, der früher Haushaltspolitiker, die gehen alle in Bund und kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Also das ist schon ziemlicher Aderlass. Weil die alle nicht so in der Landespolitik waren, aber nichtsdestotrotz. Ja, gut, okay. Also die Nordrhein-Westfalen sind schon stark. Aber ihre Frage einer müsste es machen, ne? Also ganz ohne Leute in der Regierung. Einer muss da bleiben. Aber ihre Frage zielte ja auf Lindner. Also ich glaube, es ist erstens ein Unterschied, ob man es klar sagt. Vorher, er hat da halt das von Anfang an so deutlich gemacht. Und außerdem ist es eben auch so eine aufsteigende Geschichte, wo die Leute irgendwie jemanden wählen, der sich dafür höheres im Bund dann auch bewirbt und so. Das ist was anderes, als wenn jemand vom Bund ins Land kommt und denen eigentlich das Gefühl gibt, ja, ich finde Landespolitik nicht attraktiv und das ist irgendwie, will ich eigentlich gar nicht so wirklich. Also da Lindner schon im Landesparlament war, braucht er, glaube ich, diesen Nachweis nicht mehr so zu liefern. Er hat sich da ja auch hervorgetan mit sehr guten Reden im Parlament durchaus. Der beliebteste Politiker in NRW wurde lange als eigentlicher Oppositionsführer so wahrgenommen und so. Also da hat er keine Baustelle. Weiß man in NRW wirklich, wofür die FDP auch steht? Das ist, glaube ich, insgesamt eine sehr berechtigte Frage. So auf den letzten Metern hat sie ja also einen sehr wirtschaftsliberalen Wahlkampf gemacht, auch auf Bundesebene. Aber ich finde es interessant, dass wir jetzt in Deutschland insgesamt so unterschiedliche Koalitionen in den Ländern überhaupt haben. Wir haben ja alles von einem schwarz-grünen Regierung mit einem grünen Ministerpräsident zu einem linken Ministerpräsident, Ampel. Jetzt gibt es mal wieder in einem Riesenland Schwarz-Gelb, wo das eigentlich gar nicht so zur DNA passt, wo man immer gesagt hat, so Herzkammer der Sozialdemokratie. Da ist auf einmal so ein... Gut, könnte sein. Okay, eine Stimme. Finde ich berechtigt. Und wir wissen nicht, wer da hinkommt. Nein, aber ich finde es interessant, dass es sozusagen immerhin eine Mehrheit gibt, die das rechnerisch ermöglicht, womit ja viele nicht gerechnet haben. Und das wäre natürlich trotzdem in so einem Bundesland, wo andere Erwartungen an eine Landesregierung da sind, eine andere Regierung, als wir sie zum Beispiel mit Guido Westerwelle auf Bundesebene erlebt haben. Einfach weil die Bevölkerung anders ist, weil der Strukturwandel im Land anders ist, weil die Erwartungen anders sind. Also das prägt schon sehr, glaube ich. Ist es denn Christian Lindner zu empfehlen, eine schwarz-gelbe Regierung auf den Weg zu bringen in Nordrhein-Westfalen? Wie sind denn da die taktischen Überlegungen von Seiten der FDP? Naja, ich meine, gesetzt den Fall, es würde rechnerisch gehen, dann würde ich das Einstimmenargument nicht teilen, sondern dann ist das ja annähernd zwingend. Also, weil es ja so wahnsinnig viele andere Möglichkeiten außer einer großen Koalition, die geht immer. Die SPD wird sich auch mit Händen und Füßen dagegen wehren, wenn es nicht unbedingt sein muss, da eine Regierung zu sein. Also das kann ich nicht vorstellen. Und der Laschet? Das heißt, ich glaube, dass er erstens natürlich nicht den Eindruck erwecken wird, zu sehr das fernzusteuern, sondern dann, wenn klar ist, wer macht das denn hier für die FDP, wenn ich weg bin, die auch machen lässt. Aber er wird natürlich ein deutliches Votum abgeben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann sagt, das machen wir jetzt, auch mit einer Stimme Mehrheit. Es gibt ja 2 Thesen. Die eine sagt, das ist knapp, die anderen sagen, das diszipliniert die eine Stimme. Und es wäre natürlich auch ein bisschen komisch, wenn einer, der auf die Große Koalition eingeschlagen hat,
als würde er für jeden Schlag irgendwie eine Prämie bekommen, dann sagt, ach nee, die eine Stimme und nee, das möchte ich nicht. Und das machen wir nicht, dann überlassen wir es lieber einer Riesen, das wäre eine Riesenkoalition dann, schwarz-rot, das glaube ich nicht. Einspruch, sitzen. Darf ich? Ja, natürlich. Also, wenn er im Bund ein ganz starkes Ergebnis haben will, dann muss er Forderungen aufstellen, die glasklar sind. Glasklar, nicht wie damals hier im Bund mit Guido Westerwelle und dann die falschen Ministerien nehmen und so und dann nur eine Forderung aufstellen, die sie unbedingt durchsetzen. Nein, glasklare Forderungen. Die CDU arbeitet sich daran ab und dann sagt er, tut uns leid, also das geht mit der CDU nicht. Wir hätten es ja wirklich gerne gemacht, aber leider geht das nicht. Denn das garantiert im Bund, wenn der eine klare Vorstellung von Politik dokumentiert und sagt, wir sind nicht einfach diejenigen, die unbedingt in die Regierung drängen. Wir brauchen keine Stande, wir brauchen keine Dienstfahrzeuge, wir brauchen gar nichts. Aber wir wollen Politik durchsetzen. Aber welche Forderung soll das denn sein? Also mir fehlt die Fantasie. Man kann immer was sagen. Aber da gibt es ja einen klaren Plan. Da gibt es ja eine klare Ankündigung. Sie machen kurz vor der Wahl. Ich sage nur, das kann man sich vorstellen. Das ist eine strategische Frage. Und wenn du im Bund stark reinkommen willst, dann machst du es so. Und dann treibst du die vor dir her. Und entweder das funktioniert und die machen das brav, hast du gewonnen. Und wenn nicht, dann treibst du die in die große Koalition. Und auf der anderen Seite steht eben Laschet, der auch vor einem Angst haben muss. Dass eine Koalition mit den gelben oder magentafarbenen eigentlich jetzt nicht funktioniert. Das ist nämlich auch eine Gefahr für Lindner. Also das industriereichste, das bevölkerungsreichste Bundesland. Und da hast du Leute, die keiner kennt, dann musst du Ministerämter besetzen, das muss vom Anfang an funktionieren, es darf keinen Ausfall geben, es muss richtig gut sein. Und wenn das nicht funktioniert, da reichen die Monate, die wenigen bis zur Bundestagswahl, um deutlich zu machen, dass das aber nicht so richtig toll ist. Und dass man mit den Blau-Gelben lieber eher mal nichts machen sollte. Ich sag nur, das ist eine ganz schwierige strategische Situation. Ich würde die Latte hochlegen an seiner Stelle. Ich würde sagen, das sind die Sachen, für die wir eintreten. Und das zeigt, wie wir sind. Wir wollen nicht um jeden Preis regieren. Entweder ihr macht das, dann kann er nicht mehr anders, klar. Aber ansonsten eine große Koalition, die sich selber zerfleischt, wunderbar. Das wollen nämlich die Leute nicht mehr dann irgendwann. Die sagen, oh, dann nehmen wir doch die. Das reicht noch nicht, 12 reichen noch nicht. Dann kriegen wir eben 18. Große Koalition in NRW, mit wem könnte das denn überhaupt sein bei der SPD, wenn Hannelore Kraft jetzt erstmal von allen Ämtern zurückgetreten ist? Ja, also ein Kandidat wäre möglicherweise vielleicht der Finanzminister, aber ich glaube, es gibt für diesen Fall keine wirklich gute Planung. Vielleicht verbietet sich das so auf den letzten Metern vor der Wahl, da zu viel Verabredung zu treffen, weil man, wenn man Plan A nicht mit 100% Kraft verfolgt, sondern in Gedanken schon Plan B halbwegs kommuniziert, dann mag sich mancher was versprochen haben, aber ja, das ist eine, ich glaube, die haben eine ganze Menge Fragen zu beantworten. Das Personelle ist nur, aber auch deswegen glaube ich, dass die sich eher, also auch sehr hohe Preise verlangen werden, bevor sie da eine große Koalition geben. Das ist ja doch da irgendwie ein stolzer Landesverband und das Szenario, das Sie gerade für die FDP beschrieben haben, gilt, glaube ich, auch für die Sozialdemokraten. Also hohe Preise wird die Union da in jedem Fall zahlen. Franz Müntefering, haben wir auch gedacht, ne? Große Koalition, ganz schwierig, eng beieinander und die SPD wird das nie machen. Nee, da saß dann Gerhard Schröder und dann ist Franz Müntefering, übrigens aus Nordrhein-Westfalen, Opposition ist Mist, stehender Spruch, Nordrhein-Westfalen, ist über den Gerhard Schröder einfach hinweggegangen und gesagt, das machen wir jetzt. Also Angela Merkel wäre nicht Bundeskanzlerin, wenn Franz Müntefering, Klammer auf Nordrhein-Westfalen, Klammer zu, bei einer ganz engen Lage gesagt hätte, also tut uns leid. Sieh mal zu, wie du den Meer zusammenfasst. Es wird den beiden ja nachgesagt, dass sie sich wirklich gut verstanden haben. So, ja, ich sage nur, auch das kann in Nordrhein-Westfalen eine Rolle spielen, dass sie sagen, besser regieren, als sich in der Opposition kaputt intrigieren. Aber letztendlich hört es sich ja an, als wäre die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen doch sehr viel schwieriger als auf den ersten Blick gedacht. In Schleswig-Holstein ist es auch schwierig. CDU hat also in beiden Ländern gewonnen und... jetzt ist erstmal Hängepartie bis zur Bundestagswahl oder wie lange? Aber das haben wir, na, das glaube ich nicht, aber das haben Regierungsbildungen ja so an sich, dass sie nicht immer automatisch klar sind. Also wenn wir zurückdenken an die zwischenzeitlich so gehypte und hochgehandelte rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen, die sind aus einer Minderheitssituation losgegangen, lang, wo auch alle dachten, na, Heidewitzka, das wird aber bald in die Büsche gehen. Und was war? Gar nicht. Die haben eine Wahl gemacht, sie sind bestätigt worden, waren dann plötzlich keine Minderheitsregierung mehr. Also da würde ich mal sagen, haben wir ja schon angesprochen, ein so buntes Feld von Mischungen, da wird schon was zustande kommen, sicherlich vor der Bundestagswahl. Also das bevölkerungsreichste Bundesland jetzt mal wartet bis zum 24. September, bis die da sich zusammengestellt haben, schließe ich aus.
Was das dann wird, wird man sehen, genauso in Schleswig-Holstein. Man wird ja auch sehen, ob die Festlegungen alle tatsächlich eingehalten werden. Sowohl von den Grünen, auch von der FDP, das muss man mal gucken. Da wechselt bei den Grünen das Personal, die Festlegung, wir machen kein Jamaika, hat, glaube ich, Frau Lührmann getroffen, die aber heute Abend gesagt hat, ich mache es wie Hannelore Kraft, ab durch die Mitte. Also vielleicht kommt da ja auch noch mal eine neue Situation rein. Das wissen wir ja alles gar nicht. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen auf die Grünen gucken. Also wenn wir uns das angucken, dieses Wahlergebnis einerseits in Schleswig-Holstein mit Robert Habeck, mit über 12% und jetzt in Nordrhein-Westfalen so ein Absturz. Wo stehen die Grünen? Das war ja auch schon immer so sehr, sehr landespolitisch unterschiedlich bei den Grünen. Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen. Die Grünen stehen in Bund und Land. Da gab es schon immer große Unterschiede. Also die Bundesspitze war nicht unbedingt ein Produkt der vielen Landesregierungen. Und die stehen ja auch in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Die nordrhein-westfälischen Grünen sind natürlich völlig unvergleichlich mit den baden-württembergischen Grünen. Das sind völlig andere Genese. Die Grünen haben sich ja nur auch zusammengesetzt aus vielen Gruppierungen. Die sind ganz anders entstanden. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass, glaube ich, diese beiden Frauen an der rot-grünen Regierungsspitze, Frau Kraft und Frau Lührmann, die wurden ja auch als eine Art Einheit gesehen. Also ein bisschen ist, glaube ich, Frau Lührmann auch mit Kraft jetzt in den, sie sind gemeinsam irgendwie in so einen Strudel und in einen Abwärtstrend geraten. Das muss man jetzt sehen, wie die sich personell überhaupt erstmal neu aufstellen, wer sich da den Hut aufsetzt und sagt, so ab jetzt führe ich die nordrhein-westfälischen Grünen. Und die Frage ist, wo die hingehen. Es ist ja ein doch tendenziell linker Landesverband. Muss man mal gucken. Frau Lehrmann ist aber nicht zurückgetreten bisher. Erwarten Sie das? Aber, ja, sie wird das so machen wie schon halb, würde ich mal sagen. Ja, halb. Aber interessant ist, also die Grünen können ja nicht so weitermachen. Also gucke ich jetzt in den Bund, so können die nicht weitermachen. Das geht einfach nicht. Also die verlieren. Dann wollen sie sagen, sie wollten kämpfen. Aber das Wort kämpfen ist eine hohle Phrase. Was heißt denn kämpfen? Die können ja jetzt nicht irgendeinen umhauen. Sie müssen sagen, wofür, mit welchen Inhalten und wie. Die haben ja gar keine Kämpferseelen da an der Spitze. Es gibt eine Kämpferseele, das ist der Robert Habeck, den wollten sie nicht. Jetzt stellen sie aber fest, oh, die sind sich ja doch ähnlich, also sagen wir politisch, inhaltlich ähnlich, Göring Eckert und Cem Özdemir, die beiden an der Spitze. Die brauchen doch irgendwas anderes, sie müssen irgendwas erfinden, denn der Abwärtstrend ist evident. Und das ist eine richtig große Gefahr. Also diese vermeintliche rot-rot-grüne Mehrheit, das gibt es ja schon gar nicht mehr. Interessant finde ich diesen Move von Kubicki, dem alten Fuchs da in Schleswig-Holstein. Der hat gesagt, also wir machen keine Koalition unter Albig, diesem Ministerpräsidenten, der da so komisch sich verhalten hat. Das hat er ja auch gleich zur Seite gedrängt, der Kubicki. So, das heißt, unter einem anderen, wenn ihr einen anzubieten habt, da können wir mal gucken. Also der hält sich da auch was offen. Hängepartie glaube ich auch nicht. So, die Grünen sind da jetzt zwischen Baum und Borke. Und wie gesagt, wofür soll ich jetzt eigentlich die Grünen wählen? Das fragt sich doch jeder. Wofür sind die Grünen? Und darum geht es zwingend zu wählen. Die FDP macht grüne Sachen, die SPD macht grüne Sachen, die CDU macht grüne Sachen. Wofür brauchst du die Grünen originär? Und diese Frage müssen wir beantworten. Und das darf nicht nur grün-schwarz sein, sondern das muss auch grün-rot oder irgendwas sein. Das letzte Mal, als die Grünen eine Top-Chance hatten, ein Projekt vor die Füße rollte, nach der letzten Bundestagswahl, da wussten sie, in dieser Legislatur wird die Energiewende zu exekutieren sein. Mit einer Kanzlerin, die sozusagen die hätte den Grünen carte blanche gegeben sozusagen. Das war ein Wahnsinnsprojekt. Da hatte einer einen Hut auf und hat gekämpft. Und zwar gegen eine Regierungsbeteiligung. Sofort hat Jürgen Trittin gesagt, den Kasten machen wir zu, bevor überhaupt der Erste reingeguckt hat. Wir machen da nicht mit. Wir setzen uns zweimal mit dem Horst Seehofer dahin. Jeder trinkt eine halbe Flasche Mineralwasser. Und dann sagen wir, hat leider nicht geklappt, weil wir irgendeine Detailregelung im europäischen Bankensystem, das geht auf gar keinen Fall und raus. Und jetzt gibt es eigentlich gar keinen. Es gibt gar keinen, der sagt, wir müssen unbedingt ran. Es gibt gar keinen, der sagt, wir müssen unbedingt raus. Im Grunde gibt es da gar keinen in der Bundesführung, der überhaupt irgendetwas Klares sagt. Und so wabert das dahin. Und ich bin mal gespannt, wie das dann ausgeht bei der Bundestagswahl. So wabert das dahin, das ist ja eigentlich erstaunlich. Bei den Grünen, die ja immer für ein bestimmtes Thema standen, haben die Grünen da was verpasst? Haben die die letzten Jahre verschlafen? Hätten die viel stärker aufstehen müssen für ein Thema?
Naja, ich glaube, dass im Moment so Themen im Vordergrund standen, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, wo sie so klassischerweise nicht stark sind. Also auf der anderen Seite hat NRW aber ja gerade die großen Energiekonzerne mit E.ON und RWE auch im Land, mit vielen, die dort jetzt auch entlassen werden. Die Firmen haben Schwierigkeiten. Das Thema Energie ist gerade in Nordrhein-Westfalen ja eigentlich ein ganz großes. Das stimmt. Es ist halt die Frage, ob den Grünen das irgendwie zugute gehalten wird, ob der Strukturwandel da etwas besser oder schlechter vorangeht. Das hätten sie sicher anders in den Vordergrund stellen können, dieses Thema, das stimmt. Ich glaube aber, für die Bundesebene ist letztlich auch die Frage Machtoptionen einfach total wichtig. Also solange irgendwie viel die Rede von einer möglichen schwarz-grünen Regierung war, die auch mit diesem grünen Führungspersonal, dem Duo an der Spitze, irgendwie gepasst hätte, hat schon allein diese Vorstellung, dass es möglicherweise dazu kommt, den Zulauf, und man fand das interessant und man beschäftigte sich mit deren Vorstellungen und so weiter. Je unwahrscheinlicher das ist, und der Zeitpunkt, wo es unwahrscheinlich wurde, hat ja eigentlich mit der Flüchtlingskrise schon begonnen, weil es sehr klar war, es gibt eine wahnsinnig große Differenz da bei dem Thema zwischen der CSU und den Grünen. Das würde, wenn, dann ganz schwierig und so weiter. Aber je weniger wahrscheinlich es ist, dass sie mitregieren, desto wahrscheinlicher ist dass zum Beispiel, dass so rot-grüne Wechselwähler, und bei kaum einer Parteikonstellation gibt es so viele Leute, die sagen, also ich habe eigentlich zwei Parteien, die ich ganz gut finde, dann gibt es einen besonders großen Wähleraustausch. Also desto wahrscheinlicher ist es, dass im Zweifel dann Leute SPD wählen statt Grün und sagen, also wenn es hier eine große Koalition wahrscheinlich gibt auf Bundesebene, dann stärke ich lieber die SPD, als den Grünen eine Stimme zu geben, die dann gar nicht in irgendeiner Regierungsbeteiligung mündet. Ist das eine tolle Entwicklung? Also man muss sagen, die Grünen waren noch die strahlenden Helden der vergangenen Wahlen. Und jetzt reden wir darüber, also es kann auch passieren, dass sie scheitern. Die wären fast gar nicht in den Landtag gekommen, in Nordrhein-Westfalen. Auch das für eine Regierungspartei. Also, ja, ich wollte gerade sagen, und das ist im Bund auch so, früher und nahezu unverzichtbar, weil Motor der Erneuerung. Ein Thema, wenn ich dazu kurz was sagen darf. Andererseits ist es doch bei uns trotzdem viel weniger volatil als in anderen Ländern. Ja, also natürlich stimmt das, aber wenn man sich überlegt... Wir haben eine tolle Demokratie. Ich sage ja auch, das ist wunderbar, das dieser Austausch. Ich aber nicht sagen. Ich wollte etwas anderes sagen, sondern wenn man sich anschaut... Macron, Trump. Und also es gibt eine so große Begeisterung für den Außenseiter, dass gemessen daran unser System halt doch wahnsinnig stabil ist. Und bloß, weil klar, die Parteien verlieren mal eben die Hälfte ihrer Stimmen so fast wie die Grünen. So, das ist schon irgendwie enorm. Aber trotzdem haben wir es immer noch mit den gleichen Akteuren über eine ziemlich lange Zeit zu tun. Die Grünen haben ein Thema verpasst. Und zwar, Doppelpunkt, Verkehrswende. Wenn es in irgendeinem Land ein interessantes Thema gibt, dann Verkehrswende, Mobilitätswende. Also, in Berlin haben die Grünen, was ich interessant finde, sehr mutig, es kann nämlich auch scheitern, das Thema Verkehr übernommen. Verkehr. Ich habe mich gefragt, warum? Jetzt verstehe ich es. Weil es für eine Agglomeration wie Berlin absolut notwendig ist, dass du hier durch die Stadt kommst. Wenn das gelingt, top. Und viele Radfahrer. In Nordrhein-Westfalen, anstatt dass die da, Hybridfahrzeuge und den öffentlichen Personennahverkehr, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Fachmann für jedes Detail, aber dass die dieses Thema ganz nach vorne stellen und sagen, das ist die Zukunft, Leute, wir müssen was ganz anderes machen. Damit hätten die vielleicht sogar Leute überzeugen können. Es hätte ja sein können, dass in Ballungsräumen Leute sagen, wenn sie mal drüber nachdenken sollen, dann könnten wir ja mal in die Stimme gehen, vielleicht passiert was. Dass die nicht die absolute Mehrheit gewinnen, klar, aber ein paar mehr Stimmen, als sie jetzt haben, geht nur über Themen. Und da müssen Sie sich jetzt mal verständigen, wofür, gegen was, mit wem und wie. Also wie kämpfe ich? Nochmal, das Wort kämpfen heißt gar nichts. Kämpfen heißt, wenn ich an der Haustür klingel, heißt das ja nicht, dass einer sagt, hurra, du bist da. Ich gebe dir meine Stimme, so ist das ja nicht. Also insofern bin ich, sagen wir so, gespannt. Allerdings ein letztes noch interessantes, bis zur letzten buchstäblich Minute. Bis zur letzten Minute sind die Ergebnisse volatil. Wenn das für die Bundestagswahl ein interessantes Thema ist. Also, das geht ja über die sozialen Netzwerke, das geht bis hin in die Haushalte. Bis zur letzten Minute musst du Wahlkampf betreiben. Du kannst ja hier, was haben wir geglaubt, die Kraft lag 14 Prozentpunkte vor der CDU mit der SPD. 14. Und so jetzt hinter der CDU. Ja. Es ging ganz schnell, zack, zwei Fehler und du bist weg. Bis zur letzten Minute. Keinen Fehler machen. Auch schrecklich. Über eine Partei haben wir noch nicht so richtig gesprochen, die AfD. Stichwort Themen würde ich gerne mal aufnehmen. Das Thema Flüchtlingskrise scheint zumindest den Menschen nicht mehr so auf den Nägeln zu brennen, dass die AfD hier jetzt mit zweistelligen Ergebnissen nach Hause geht, wie es die Umfragen ja vor ein paar Monaten uns noch gesagt haben. Was bedeutet das für die AfD? Also am Ende muss die AfD natürlich einigermaßen froh sein,
dass sie nicht mit einem 14%-Ergebnis in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt worden ist. Denn wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die eine solche große Menge an Personal rekrutieren müssen. Da gehen Leute durch die Tür, die anschließend die Landtagsfraktion 70-80% ihrer Arbeitszeit kosten mit irgendwelchen kruden Thesen, siehe Baden-Württemberg und siehe antisemitische Fragen und Auseinandersetzungen. Also mit 7,5% sind die jetzt mal rein aus deren Sicht ja gar nicht schlecht bedient. Da kriegen sie vielleicht einen Kader hin, der das nicht ausschließlich sich mit sich selber beschäftigt. Andererseits gibt es natürlich in Nordrhein-Westfalen den Sonderkonflikt zwischen dem Ehemann der Parteivorsitzenden, Herrn Prezell, der da Spitzenkandidat ist. Also wir wissen ja jetzt schon wieder, was da alles los sein wird in der AfD, wenn die sich dann erstmal da auf ihre Sitze gesetzt haben und sich gegenseitig an den Haaren ziehen. Von daher, das aus Parteisicht. Von draußen drauf geguckt, muss man sagen, offenbar haben die Themen, die ja wirkliche Großthemen waren, also Köln, Silvesternacht, Anis Amri, wo ich auch immer sagen würde, vergessen wir nicht das Land Berlin bei dem Thema Anis Amri, die haben da auch ihre Fehler gemacht, jede Menge. Aber das meiste bleibt natürlich an Nordrhein-Westfalen hängen. Offenbar wird anderen zugetraut, das auch in die Hand zu kriegen. Nämlich, möglicherweise gibt es da einen Bosbach-Effekt, möglicherweise trauen die Leute das der CDU zu, möglicherweise ja auch dem über die letzten anderthalb Jahre in dieser Frage extrem akzentuiert auftretenden Christian Lindner. Der hat ja die Kanzlerin verhauen, dass es wackelt in dieser Frage, bevor er sich jetzt wieder der Steuerpolitik zugewandt hat. Also vielleicht erinnert man sich auch da, na, die FDP hatte immer so ein paar Hardliner. Vielleicht haben die ja auch die Richtigen dabei, die das in die Hand nehmen können. Das wäre ja ein ganz schönes sozusagen Vertrauenssignal an die viel beschimpften etablierten Parteien, dass man sagt, ach, am Ende, die beschäftigen sich nicht ganz so viel mit sich selber, wie die AfD das tut. Vielleicht beschäftigen die sich dann mit Kriminalitätsproblemen. Und vielleicht kriegen die ein paar Sachen in den Griff, von denen wir es gerne hätten, dass die jemand in den Griff bekommt. Wir kommen schon fast zum Ende der Sendung. Und ich würde in der Schlussrunde gerne noch mal ein wenig über Angela Merkel sprechen. Als Martin Schulz auf den Plan trat, sagten ja alle, oh, jetzt muss sie aber wirklich hier mal Gas geben. Und sie hat aber eigentlich gar nichts gemacht. Sie hat ihre ruhige Hand spielen lassen und hat sich nicht beeindrucken lassen. Und viele sagen jetzt, das war genau das Richtige. War das das Richtige? Ist dieser Stil zur jetzigen Zeit das, was gefragt ist? Also ich glaube, dass es vor allem auch unheimlich geholfen hat, dass der Streit mit der CSU zumindest jetzt erstmal nicht weiter eskaliert oder ich will nicht sagen komplett beigelegt ist, weil sicher, wenn man sich dann fürs Wahlprogramm nochmal über Obergrenze und dann andere Streitpunkte unterhält, werden auch die Unterschiede nochmal deutlich werden. Aber zumindest sind die Zeit, wo man also täglich davon gehört hat, wie es da innerhalb der Union zugeht, die ist jetzt erstmal vorbei und Umfragen bei den Unionswählern oder Anhängern, Mitgliedern zeigen ja immer, dass das eine unheimlich hohe Bedeutung hat für die. Ich finde es bei der Union auch bemerkenswert, da bin ich noch nicht ganz sicher, was die jetzt daraus folgern sollten, dass die AfD doch immerhin mit knapp 8% in den Landtag kommt, ohne dass, also neue Wähler ja gewinnt, die waren ja vorher nicht drin, und die Union trotzdem stark abschneidet. Also man hat ja lange gedacht, das sei kommunizierende Röhren und das eine gehe zulasten des anderen. Ist auch ein interessantes Phänomen, weil ich glaube, auf Bundesebene hatte man lange doch eher Hemmung, so dieses innere Sicherheitsthema so hart zu spielen, weil man dachte, das zahlt möglicherweise eher dann bei denen ein. Vielleicht ist dieses Landtagswahlergebnis auch eine Ermutigung, auf diese Themen auf Bundesebene auch zu setzen. Herr Kastorf, sehr ungewöhnlich, geradezu historisch, dass im Wahljahr sozusagen die Kanzlerpartei aus der Opposition heraus wieder in eine Regierung in einem Land kommt, wahrscheinlich sogar in zwei Bundesländern. Was sagt das aus über Angela Merkel? Ja, Garantin der Stabilität. Alles ist chaotisch, alles ist wild, da gibt es den Trump und das spielt ja alles in die Hände. Ich meine, die Vorstellung, dass unser wichtigster Partner in Europa die Wahl zwischen Macron hat, charmant mag der ja sein, aber den kennt ja wirklich keiner. Also wer weiß, ob der das kann. Der war mal kurz Minister, war Banker, irgendwas ist der, aber so richtig genau weiß man sich. Oder Le Pen. So. Und in Deutschland ist das alles wohlgeordnet. Da gibt es den Schulz, mit dem kann man sich auch blicken lassen, wird nichts, also es geht auch. Und dann gibt es die Angela Merkel, die ist ruhig und die kennt man. Sie kennen mich, großartiger Spruch. Und ja, wir kennen sie. Und wenn es denn ganz schlimm wird, in der Not findet das Rentner sich auch, da sitzt sie und bleibt ruhig. Manchmal reicht, genügt ihre Anwesenheit. Also es ist ja nicht so, als ob sie viel täte bei diesen internationalen Gipfeln, jedenfalls nach außen. Nein, sie ist einfach da. Das ist, die kommen zu ihr, sie geht da mal hin, aber sie kommen auch alle zu ihr, sie suchen ihren Rat und danach werden vernünftige Sachen gesagt. So, das spielt eine enorme Rolle.
Und als Helmut Kohl 16 Jahre Bundeskanzler war, habe ich gesagt, nie wieder wird das so lange gehen. Und das war, ja, nee, das weiß man nicht. Vielleicht geht es 20 Jahre. Also das ist jetzt eine Prognose, der muss man nicht beitreten. Aber Tatsache ist, das ist logisch, das ist Logik. Aus A folgt nicht Non B. Wenn die Zeiten unruhig sind, dann setzt du nicht auf Unruhe im Inneren. Das wäre Non B. In diesem Fall ist es so, sind die Zeiten unruhig, dann willst du Ruhe im eigenen Land haben. Und das ist nun wirklich, also wie war das, asymmetrische Demobilisierung und so, also sedieren kann sie uns. Und das ist für viele schon mal gut. Die ist ruhig und vernünftig und so. Und das muss ich jetzt als Schlusswort nehmen. Wir sind am Ende der Sendung. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und bei Ihnen für die angeregte Diskussion.